Ja, hallo liebe Fotofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es mal wieder um ein kleines spezielles Thema der Videotechnik. Und zwar versuche ich ja ständig meine Präsentation für euch ein bisschen zu vervollkommnen. Und in dem Zug habe ich dann bei meiner Action Cam, meiner Apeman A80 etwas vermisst. Und das war ein Kopfgurt, mit dem ich also meine Action Cam hier sozusagen in meiner Point-of-View-Manier montieren konnte. Ging nicht, hatte ich nicht, war beim Standardzubehör, das ja doch recht umfangreich ist für das kleine Teil, leider nicht dabei. Und da habe ich mir überlegt, mir so ein Ding zu bestellen. Habe dann geguckt, habe auch eins gefunden für zwischen 5 und 6 Euro, was ja jetzt schon mal für sich gar nicht teuer ist. Ja, und dann habe ich mir aber überlegt, komm, schau dich mal noch weiter um, vielleicht kriegst du ja noch günstig ein bisschen Zubehör dazu, was man eventuell brauchen kann. Und ich wollte auch noch was fürs Fahrrad haben, einen zweiten Fahrradmount und so weiter. Und dann habe ich gedacht, komm, nochmal bei Amazon reingeschaut, Achtung, das ist auch keine Schleichwerbung, ich habe dieses Video auch wieder als Werbevideo deklariert, werde aber nicht von den Firmen gesponsert. Naja, also auf jeden Fall bin ich fündig geworden und Leute, das war echt der Hammer. Das war ein Paket, hier seht ihr das Ding, 54 Teile, universell verwendbar, alle Sachen mit dabei, die man sich so vorstellen kann. Natürlich gibt es noch ein paar mehr, aber die kann ich mir dann auch 3D-mäßig ausdrucken. 54 Teile für 15 Euro von der Firma Niwa oder Niwa. Ich werde sie jetzt dann einfach mal im folgenden Niwa nennen. Naja, und das schauen wir uns jetzt in diesem Video mal ganz kurz an. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, dann gehen wir doch mal in die Vollen. Da haben wir das Kartönchen, knappes Kilo schwer. Sehr schlicht gehalten, einfach nur der Firmenschriftzug drauf, Niwa oder Niwa. Wir haben ja gesagt, wir nennen es Niwa diesmal. Und dann eben dieser Plastikbeutel drin. Und dann gibt es da noch so ein kleines Pamphlet dazu, mit dem Design der Firma in den Firmenfarben und eben noch so ein Silikapäckchen. Einstweilen mal unwichtig. Schauen wir kurz, was das ist. Nun, ganz einfach, da handelt es sich um das großformatige Versprechen, dass auch der kleinste Kunde für Niwa der größte ist und dass man hier gerne auch Garantieansprüche dann erfüllen wird, die man hat, sofern da irgendwas schiefgelaufen wäre. Tatsächlich bewahrheitet sich das. Ich hatte hier nämlich ein klitzekleines Problem. Ein ausgewiesenes Teil der ganzen Sammlung hier fehlte nämlich. Aber da kommen wir dann später noch dazu. Ich packe erstmal den ganzen Kram aus. Und was hier gleich mal so ein bisschen angenehm auffällt, meiner Ansicht nach zumindest, ist, dass es hier in den allermeisten Fällen wiederverwendbare Plastikbeutel sind. Und da ich ja im Modellbau auch tätig bin, auf einem 3D Model Starter Kanal, ist es natürlich recht angenehm, wenn man dann solche Sachen für kleine Schrauben und so weiter gratis zur Verfügung hat und nicht immer alles gleich wegschmeißen muss. So, der große Beutel, den mache ich mal zu, herzle ihn noch einmal vorher, damit die Luft noch komplett rausgeht und dann kommt der mal zum Karton wieder zu. Dann schauen wir mal, was wir hier jetzt so alles haben. Nun, zum einen erstmal dieses merkwürdig aussehende Teil in einem leuchtenden Gelb und mit einer Handschlaufe und einer großen Schraube dabei. Das sind also schon mal drei Einzelteile. Und das ist nichts anderes als eine Boje. Das Ding sieht zwar irgendwie ein bisschen anders aus und erinnert mich jetzt speziell an, nun, ich weiß nicht genau an was, nein. Aber ja, das dient einfach dazu, dass ihr eure Actioncam mit dem Wassergehäuse ins Wasser nehmen könnt. Und wenn ihr sie verliert, dann treibt sie mit dieser Boje oben an der Oberfläche und ist dann leicht erkennbar und wieder auffischbar. Dafür soll es wohl sein. Mit Sicherheit kann man es auch noch für andere nette Gelegenheiten benutzen. Da möchte ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Nun, zugemacht, ich tue es mal auf die Seite, ich brauche es nicht. Dann haben wir hier so eine Art Handwrist, wo ihr also eure Actioncam dann mit einem Standardsockel eben am Handgelenk befestigen könnt. Da ist dann oben so eine Kreuzschlitzschraube drauf, das sieht man jetzt nicht. Ja, man sieht es ein bisschen ab und an mal. Damit kann man dann diesen Teller, auf dem der Sockel drauf ist, dann drehen und das Ganze dann rechtwinklig anordnen. Das seht ihr hier. Also da wird dann eben dann mit der Schraube aufgeschraubt, dann dreht man das Ganze und dann schraubt man es wieder fest. Und man kann seine Actioncam am Handgelenk befestigen.
Für Sportler gut, Radfahrer, dann Jogger und so weiter, Wanderer vielleicht auch noch. Naja, aber da gibt es dann auch noch andere Zubehöre, die sind noch etwas geschickter. Packen wir es mal weg, brauche ich auch nicht mehr. Ja, auch hier wieder so ein wiederverwendbarer Beutel. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Ich muss sagen, da haben sich die Chinesen jetzt auch mal ein bisschen verbessert gegenüber früher. Da war immer alles zum Wegwerfen, was verpacken war. Ja, bei diesem Teil habe ich mich dann schlau machen müssen. Da hat mir dann Reveal Rabbit geholfen. Der Kanal, der sich also speziell mit solchen Sachen beschäftigt. Und das ist hier einfach nur eine Grundplatte für das Surfboard. Mit einem 3M-Doppelkleber und dann wird das eben auf dem Surfboard fixiert. Und dann gibt es dann hier noch so ein Teil zusätzlich, von dem ich allerdings nicht weiß, was es sein soll. Und dieses Teil soll dazu da sein, um jetzt die aufgebrachten Clips, also wo dann ja die Action Cam dran befestigt ist, auf dieser Platte, die sollen dann nochmal zusätzlich stabilisiert werden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich heb's mir jetzt mal auf, um es vielleicht für irgendwas anderes mal zu nutzen. Egal. War nur erstaunt, dass dieses Teil dann plötzlich in weiß gehalten ist. Naja, aber die Surfboards sind wohl eher weniger schwarz. Dann haben wir hier nochmal so ein Klettband mit einer Öse dran zum Befestigen, zum etwas sichern. Überhaupt keine Geschichte. Super gut. Kann man immer brauchen. Was haben wir dann noch? Ja, dann haben wir hier jetzt diesen Gorilla-Pod-Ableger, dieses Gorilla-Pod-Fragment. Das ist also jetzt ein Teil, das hat mit der Qualität von Gorilla-Pod eigentlich gar nichts zu tun. Das ist komplett aus Plastik. Gibt es auch in unterschiedlichen Versionen in diesem Set. Also nicht in diesem Set, sondern in den Sets dieses Herstellers. Ja, einfach nur komplett Kunststoff. Kann man um einen Ast wickeln und dann sein Smartphone mit einer Halterung oder eben seine Actioncam befestigen oder zum Beispiel auch an einem Laternenpfosten oder so. Ist einigermaßen ordentlich für kleine Sachen sicherlich gut zu gebrauchen. Eine schwere Kamera passt da natürlich auch naturgemäß nicht drauf. Wenn man es hat, ist es gut. Werde ich sicherlich zu nutzen wissen. Ich zeige euch da ein Beispiel zu. Und dann haben wir hier jetzt noch, ja, eben ein Stahlsicherungskabel, auch sehr gut. Das ist dann mal für härtere Ansprüche gedacht. Und hier nochmal so ein Sicherungspad, das allerdings wirklich nur da ist, um die Action Cam an der Kordel zusätzlich irgendwo zu sichern. Mit Klebefläche mit dabei sind auch drei Teile. Ja. Weiter geht's. Dann haben wir hier eben diese genannte Handyhalterung. Funktioniert recht gut. Mit Smartphones, mit meinen alten Handys funktioniert sie nicht mehr. Hat 2 Viertelzoll Metallgewinde, sodass man sie auch an einem ganz normalen Stativ befestigen kann. Passt aber auch zum Beispiel dadurch an dieses Gorilla-Pod-Fragment. Einwandfrei. Beispiel seht ihr hier. Ja, was gibt es dann noch? Dann haben wir hier jetzt, na, ja, ein Selfie-Stick. Ja, und der ist allgemein verschrien bei den Tests von anderen YouTubern, aber ich finde ihn jetzt gar nicht so schlecht. In dieser Version ist er ganz gut. Der hat also einen Rastneigewinkel. Dann hat er auch ein Viertelzoll Gewinde unten am Griff und die Stange ist gegenüber den anderen Angaben hier dann doch recht stabil. Also das bricht nicht gleich durch und knickt nicht gleich durch. Finde ich gar nicht schlecht. Ich werde das Ding aber nicht als Selfie-Stick nutzen, sondern als Mikrofonstativ. Und da seht ihr das Beispiel dann hier. Okay, aber hier jetzt dann erstmal weg damit. Dann schauen wir mal, was wir da noch so im Fundus haben. Finde ich klasse, gar nicht übel. Ja, dann haben wir hier jetzt die Fahrradhalterung, also um eure Action Cam am Lenkrad zu befestigen oder an dünneren Stangen auch. Auch hier mit einem Clipsockel, mit einer Clipsockelplatte dran. Und dann habt ihr da eine Flügelschraube und jetzt könnt ihr das in 3 Rasterungen, wie ihr das hier seht, dann entsprechend verstellen und dann unterschiedliche Durchmesser von Stangen so mit optimal anpassen. Das Ganze ist noch mit rutschfestem Gummi dann zusätzlich gesichert und mit einem Kugelkopf mit der Grundplatte, der arretierbar ist.
Leute, bestimmt jetzt nichts für den harten Profi-Einsatz am Berg mit dem Mountainbike, Zugspitze oder Eiger Nordwand senkrecht runtergefahren und dann noch denken, das Ding würde halten bei einem Sturz. Nein, aber es ist doch von der Qualität her wirklich für den Amateur ordentlich. Wird umgehend montiert, denn das, was bei meiner Apeman zum Beispiel mitgeliefert war, fand ich nicht so gut. Ja, dann kommen wir mal zu den anderen Teilen hier, ein bisschen großflächiger, dann ein Beutel, Transportbeutelchen, hat enorm gestunken dann nach dem Auspacken. Der Geruch hat sich aber verflüchtigt relativ schnell. Das hat dieser typische chinesische Plastikgeruch. Dann haben wir hier das, weswegen ich das Set eigentlich ursprünglich gekauft habe. Allein so eine Stirnhalterung, die kostet jetzt zum Beispiel schon 5 bis 6 Euro, wenn man sie einzeln kauft. Hier habt ihr das im Set mit dabei, gute Nähte. Dann noch das Ganze zusätzlich irgendwie durch so eine Latexschicht noch gesichert. Man kennt das von Damenstrümpfen her, diese Halterlosen. Und damit soll es dann an der Stirn besser halten. Und dieses eine Winkelstück, was wir da noch bald sehen werden, das kommt dann hier drauf und dann kann man daran die Actioncam befestigen. Auch einwandfrei, alles gut. Das Ding gefällt mir. Kommt auch gleich im nächsten Video für meinen 3D Model Starter Channel dann zum Einsatz. Mach's trotzdem jetzt mal wieder schön dicht und schauen wir mal weiter. Dann kommt nämlich dann dieser Brustgurt, beziehungsweise man kann es gar nicht Gurt nennen, das ist ein ganzes Geschirr mit einer riesigen Grundplatte. Natürlich auch hier alles aus Kunststoff, aber auch wieder sehr stabil verarbeitet, alles einwandfrei, ja. Mit solchen Klickverschlüssen schön gemacht. Also auch da lassen die sich nicht lumpen. Für das Geld nochmal. Mich hat das Set jetzt schlaffe 14 Euro gekostet. Mittlerweile zum Zeitpunkt dieses Videos war es dann für 17,99 drin. Und die Preise gehen im Moment sowieso immer rauf und runter. Also Leute, für das Geld kann man nicht sagen. Ja, das ist wirklich toll. So, komm, mach hinne. Wir wollen sehen, was Sache ist. Weg damit. Dann kommen hier die Kleinteile. Auch das eine ganz gute Auswahl. Das sind zum einen natürlich jetzt Clips, die dann einrasten in die Haltesockel von den Teilen, die wir gerade eben gesehen haben. Und dann sind es auch Stativhalterungen mit Messinggewinde, Viertel Zoll. Und dieses eine kleine Winkelteil, Achtung, was ich jetzt gleich in die Hand nehme, das da in der hier jetzt, was ich da noch übrig habe, das kommt dann auf die Stirnhalterung, das Ding hier. Genau, das Teil. Das kommt in die Stirnhalterung dran und dann hat man hier eben die Möglichkeit, auch seine Actioncam zu befestigen. Ja, das packe ich jetzt dann auch wieder ein, leider unnötigerweise, denn ich möchte euch noch was zeigen, was mit diesen Schrauben hier jetzt zusammenhängt. Die haben da noch ein Werkzeug mit beigelegt, das seht ihr jetzt gleich. Das ist dann dieses hier, was jetzt dann kommt, ja, und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich blödsinnigerweise auf der anderen Seite wieder alles eingepackt hatte, nun egal. Auch das ist eine zweiteilige Komponente mit so einer kleinen Sicherungsschlaufe dran, sodass man es am Gürtel oder an der Gürtelschnalle befestigen kann oder sonst wo. Und damit könnt ihr dann eben diese Schrauben dann angenehm festziehen, um sich zum Beispiel auch nicht die Nägel dabei abzubrechen oder so, was ja passieren kann. So, da haben wir das auch erledigt und dann kommen noch die letzten Grundplatten zum Aufkleben dran. Das ist jetzt dann auch gleich passiert, da haben wir die hier. Und das ist dann auch eben, das sind vier Grundplatten, zwei gewölbte, zwei flache, in die man dann einklippen kann, entsprechende Halterung. Das ist die gewölbte, die sind dann so rechteckig. Die anderen haben mehr so einen etwas ovaleren Querschnitt und sind dann flach. Und das Ganze mit jeweils 5 Klebepads von 3M. War früher mal eine tolle Marke. Ich bin jetzt heute nicht mehr so begeistert davon. Ja, die sind in der Qualität dann doch oft sehr, naja, unterschiedlich geartet, auch im Profibereich leider. Ja, und das wäre es dann hier gewesen. Da habt ihr dann hier schon insgesamt wieder 14 Einzelteile. Das ist eigentlich unglaublich. Ja, was nur gefehlt hat, das waren dann diese Trockenpads. Das sollten 12 Stück noch sein. Naja. Ja, liebe Fotofreunde, da werden wir mal wieder am Ende dieses Videos und wir kommen zum Fazit. Nun, das gibt es zu dem Set zu sagen. Ich meine grundsätzlich eigentlich nur Positives.
Also die Anzahl der Komponenten ist okay. Ich habe mir jetzt dann zwar mal die Fotografie, die also zuvorderst bei Amazon ausgestellt war, mal ausgedruckt und habe die Dinger durchnummeriert, habe nicht auf 53 Teile gekommen. Aber das sollte man jetzt nicht entsetzt aufschreien. Denn teilweise bestehen diese Teile eben aus mehreren einzeln nutzbaren Komponenten, die hier aber in der Gesamtheit als ein Teil gewertet werden. Und dann kommt ja nämlich insgesamt leicht auf über 60 Einzelteile. Also von daher überhaupt kein Problem. Bei mir war nur eins angesagt, da gab es eine kleine Geschichte. Und zwar stellt Niva in diesem Set auch so genannte Forkpads zur Verfügung. Die kommen dann also in das Unterwassergehäuse der GoPro mit dazu und sorgen dafür, dass sich innen drin kein Kondenswasser bilden kann. Das sind also solche Trockenpads, die waren bei mir nicht mit dabei. Jetzt muss man gleich dazu sagen, ich habe dann den Vertrieb angeschrieben, Niva eben, und die haben mir innerhalb von einem Tag zurückgeschrieben, haben gesagt, schick uns ein Foto von der Geschichte, was fehlt oder eben was nicht fehlt, habe ich gemacht. Schick uns noch von dem Versandschein, der auf dem Paket ist, noch ein Foto, damit wir wissen, welche Charge das war. Habe ich auch gemacht, alles gut. Am nächsten Tag kam wieder eine Antwort, pass auf Alex, wir haben das Teil nicht am Lager, wir schicken dir eine Gutschrift beziehungsweise wir senden dir einen Betrag auf das Konto und dann wäre das für dich okay. Habe ich gesagt, Leute, braucht ihr nicht machen, ich brauche die Dinger eigentlich sowieso und ich bin mit dem Set auch sonst super gut zufrieden, alles gut. Ja, man muss es wirklich nicht immer übertreiben mit den Garantieansprüchen. Und dann hatte ich am nächsten Tag nochmal eine E-Mail im Postfach. Wir haben dir das Geld angewiesen. Vielen Dank, dass du so geduldig warst und so weiter und so fort. Also das Versprechen auf diesem kleinen Pamphletchen, was da in der Box mit drin war, dieses Garantieversprechen, das lösen die auch wirklich ein. Und da muss man sagen, ganz tolle Geschichte. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen bei der ganzen Sache, das wird ja auch nicht von Niva produziert, das Ding, oder diese Einzelteile, sondern die haben da mit Sicherheit in China alle überall unterschiedliche Herstellerfirmen und die einen machen die Schrauben und die anderen machen das. Und dann werden diese Komponenten eben angeliefert und unterschiedlich in Sets zusammengestellt. Die Qualität insgesamt ist in Ordnung. Wenn man es pfleglich behandelt, kann man bestimmt, und da bin ich ganz sicher, jahrelang damit arbeiten. Natürlich ist das nicht das allerteuerste Plastik oder so, aber was will man denn für das Geld erwarten? Ich will, dass es hält, dass es die Funktionalität hat, die ich benötige und für was ich das nachher brauche, da muss ich eben auch aufpassen, dass es mir nicht dabei kaputt geht. Und das sind durchaus jetzt keine schwächlich dimensionierten Komponenten. Das Zeug sieht alles sehr stabil und haltbar und wertig aus und für das Geld allemal. Überlegt mal, ich habe 14 Euro insgesamt bezahlt, inklusive Versand. Und das Ganze wird jetzt mal mit bis zu 18 Euro angeboten. Das rutscht dann, der Preis geht immer rauf und runter. Müsst ihr euch angucken und beobachten. Okay, das Einzige, was ein bisschen witzig war in der Geschichte, das war Folgendes. Ich habe das Set ja gekauft wegen dieses Stirnhalters bzw. Kopfhalters. Und da ist ja dann dieses Winkelstück dabei. Und dieses Winkelstück, das montiert man ja dann hier auf. Und dann kommt hier diese vierflügelige Schraube drauf. So, und für diese Schraube, da gibt es auch so einen Schraubenschlüssel, den habe ich euch in dem Video vorgestellt. Funktioniert auch super gut. Bloß an diesem Winkelstück, da ist eine dreiflügelige Schraube dran und die ist recht schwergängig. Und da kann man sich wirklich die Fingernägel dran abbrechen. Und da passt dieser Schlüssel nicht. Das ist die einzige Schraube im ganzen Set, wo dieser Schlüssel nicht passt und ich bräuchte den eigentlich. Aber macht nichts, ist schon alles gut mit etwas mehr Einarbeitung bewegt sich dann das Teil und dann kann man eben hier auf dieser Viertelzoll-Schraube dann diesen Camera Cage aufbringen, der die GoPro hält. Ne? Ist also überhaupt keine Geschichte, das fand ich aber witzig und durchaus bemerkenswert. Nun, Fazit insgesamt sehr gut. Ich bin mit den chinesischen Sachen allgemein in den letzten Jahren sehr zufrieden und dieses Service-Beispiel, also wo dann wirklich was schief ging und sie sich auch wirklich gekümmert haben, was die jetzt insgesamt Verwaltungsaufwand garantiert mehr Geld gekostet hat, als es eigentlich wert war. Also Leute, bin ich sehr beeindruckt, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe nichts gegen chinesische Produkte. Ich esse auch chinesisches Essen und alle, die das genauso machen und hinterher heucheln, die Chinesen wären unser Untergang. Ja, das sind, naja, halte ich gar nichts davon. Dann sollte man auch nur noch deutsche Produkte kaufen.
Oder wie es Trump gerne hätte, amerikanische. Also auf jeden Fall super gute Geschichte. Ihr seht jetzt gleich meine Wertung. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Like gebt für das Video. Ich freue mich, wenn ihr es teilt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir auf Patreon eine Spende zukommen lassen würdet. Denn eins muss ich euch sagen, ich könnte es gut gebrauchen. Und dieser Kanal, der finanziert sich leider ausschließlich nur über Werbeanzeigeeinnahmen bzw. dann über Patreon. Ja, das war's dann für dieses Mal wieder. Dann viel Spaß. Ich freue mich, euch auf diesem Kanal wiederzusehen oder auf dem 3D Model Starter Channel. Euer Alex Schwarz.